Hi, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Pferdekauf-Video. Und zwar gibt es die beiden neuen Einhörner. Phoebe und Tinan sind es, glaube ich. In Veldale könnt ihr sie kaufen für die nächsten 2 Wochen, auch in Moorland, glaube ich. Hier haben wir das zugehörige Haustierchen. Können wir uns die angucken? Darf ich mir die... Hallo? Jetzt. 3 Stück haben wir dazu. Wir haben ein Eichhörnchen, das ist Sterling... bester Freund von Tinan. Ich werde mir heute tatsächlich mal alles kaufen, auch wenn ich es sehr teuer finde für die Haustiere. Wir haben Nanny. Nanny gehört anscheinend zu Phoebe. Das müsste jetzt vom Aussehen her so aus. Und dann haben wir noch einmal Noctara, eine schwarze Eule. Finde ich auch sehr schick. Die gucken wir uns aber nachher nochmal genauer an. Jetzt gerade geht es natürlich erstmal um die Pferde. Ich habe einen Favoriten von den beiden. Und zwar ist Tinan mein Favorit. Deswegen wird der auch zuerst einziehen. Hier haben wir immer die normale Fellfarbe von Tinan. Finde ich unheimlich schick. Mit den Glitzersteinchen, der mit den glitzernden Horn. Ich weiß, finde ich, hat auf jeden Fall extrem viel Charme. Das Tinan wurde in einer mondlosen Nacht geboren. Es war ein nachdenkliches Fohlen. Ein junger Philosoph in einer Gemeinschaft von Mystikern. Seine Eltern haben Waldtiere zu sich nach Hause eingeladen, um seinen Spieltrieb anzuregen und ihm die Kunst des Spielens beizubringen. Damals erregten ein lustiger kleiner Kerl die Aufmerksamkeit des Tinans. Denn wer kann schon einem Eichhörnchen widerstehen? Das kleine Wesen war ebenfalls dunkel wie die Nacht. Aber da es schon immer eine helle kleine Seele war, hatte es den treffenden Namen Sterling erhalten. Die beiden knüpften ein unzertrennliches Band. Manchmal, wenn Sterling das Band zu einer Verfolgungsjagd oder einem Versteckspiel überredet, manchmal, wenn Sterling das Tinan zu einer Verfolgungsjagd oder einem Versteckspiel überredet, fand das Tinan davon, um ein Rätsel über die Matheaufgaben zu grübeln. Und steht dann so still, dass sein kleiner Begleiter verzweifelt, weil er fürchtet, dass sein Freund niemals wiederzufinden. Besuche das Tinan in Hollowoods und erwäge mit ihm Fragen das Leben. Ein Leben lang. Hier sehen wir gerade einmal die normale Fellfarbe, finde ich auch extrem schick mit den grünen Augen. Und ich bin ein großer Fan von der Blässe, die finde ich auch sehr, sehr schick. Mit den weißen Hüflein gefällt mir auch sehr gut. Wird natürlich so gekauft. Brauchen wir jetzt noch einen Namen für? Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn nennen soll. Ich werde wahrscheinlich wieder was mit Mystery nehmen, weil ich das irgendwie zu dem ganz cool... Oder warte mal, geht vorne? Kindheit geht nicht. Ich glaube, Dark Mystery finde ich dann irgendwie. Mystic Moon hätte ich ganz cool, aber Dark Mystery finde ich dann irgendwie ein bisschen cooler. Dann zieht er einmal zu uns ein. Ich werde aufgespießt. Hier haben wir unseren Dark Mystery. Schauen uns natürlich auch wieder, wie immer, als erst die Putzanimation an, auch wenn wir die vom Paar so viel nur eigentlich langsam kennen wollten. Und das Level Up. Sliding Stop funktioniert wieder nicht. Ja, das hier ist halt der Pasofino. Kennen wir ja eigentlich auch schon. Gucken wir uns doch mal die normale Form an. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt noch viel dazu sagen soll. Außer, ja, ich feiere die halt, wie man schon weiß.
Mehr habe ich sonst jetzt leider zum Pasofino auch gar nicht zu, also zu dem Pferd hier nicht zu sagen. Außer dass ich kann noch mal betonen, wie hübsch ich ihn finde, habe ich aber auch schon alles gesagt. Deswegen, ja, das war's mit Dark Mystery. Ich hatte ja noch gesagt, dass wir uns die Haustiere noch mal angucken. Hier haben wir natürlich noch das Haustier. Ey, hör auf dich umzudrehen. Irgendwo an der Wand gehen. Kommst du? Hallo, Haustier? Da. Da ist noch Sterling, das Haustier zu Dark Mystery. Ein Eichhörnchen mit Glitzeröhrchen, natürlich auch grünen Augen. Das Schwänzchen glitzert auch. Finde ich auch extrem süß. Bisschen überteuert, aber trotzdem super, super knuffig. Und natürlich zieht das Phoebe auch noch bei uns ein. Ja, das Phoebe ist ein bisschen natürlicher, mit also naturmäßiger gehalten. Finde ich aber eigentlich auch ganz schick. Ich mag die Beine da sehr gerne und generell hier auch am Bauch die Färbung finde ich auch ganz cool. Also das Horn auch noch leuchtet, das ist auf jeden Fall an ihr auch sehr schön. Das Phoebe wurde bei seiner Geburt in das strahlende Licht des Vollmonds getaucht. Dieses Leuchten hat es für immer geprägt. Als Fohlen war es eigenwillig und fröhlich und fühlte sich von blühenden Blumen und Teichen mit klarem Wasser angezogen. Das Phoebe wuchs unter den wachsamen Augen von Nanny auf, der alten Seele, die schon Phoebes Mutter, Großmutter, Urgroßmutter und ach, weiter zurück kann doch niemand zählen. Jedenfalls hat Nanny die Einhornfamilie über Äonen hinweg betreut und geführt, denn es dauert ein Jahrhundert, bis die Einhornfohlen vollständig herangewachsen sind. Das Phoebe hat seine ätherische Natur stets bewahrt und ist zu Nannys Leidwesen oft so sehr der Schönheit der Dinge eingenommen, dass es drohende Gefahren nicht bemerkt. Wie über einen Wasserfall zu stürzen oder in eine Bärenhöhle zu laufen. Besuche das Phoebe in Hollywoods und lass dich ganz persönlich von ihm verzaubern. Für immer. Auch hier wunderschöne Färbung in dem normalen. Auch die Blässe, wieder großer Fan. Ja, können wir uns nach schnelleren Gangart mal angucken? Hier mit der Lücke an der Blässe finde ich extrem cool. Die weißen Beine, die Sprenkelung gefällt mir auch sehr gut. Ich muss auch sagen, vom normalen Fell her finde ich das Phoebe fast ein bisschen cooler als das Tinan. Aber das Einhorn gewinnt das Tinan auf jeden Fall den Preis. Wir brauchen einen Namen für das Phoebe. Könnte es jetzt Nature Mystery nennen, wenn ich ganz unkreativ. Ich bin irgendwie unkreativ. Nature Mystery. Finde ich aber irgendwie doof. Kann ich es Phoebe nennen? Geht das? Nee, Phoebe gibt es leider nicht. Schade. Bright Mystery könnten wir es auch nennen. Das finde ich irgendwie noch ganz cool, weil Phoebe heißt ja auch hell, strahlend und so. Dann finde ich Bright vielleicht dann doch noch ganz cool. Oder Shining. Shining Mystery oder Bright Mystery? Ich kann mich nicht entscheiden. Nee, Shining geht nicht. Okay. Dann wird es Bright Mystery werden. Und bei mir einziehen. Dann haben wir hier noch einmal Phoebe. Schauen uns natürlich wieder mal als erst die Putzanimation an. Ich hab's Level Up vergessen. Und dann natürlich noch die Gänge. Erstmal losgeflitzt.
Sliding Stop funktioniert bei der S-Klasse nämlich gar nicht. Aber doch, ich finde die Fellfarbe schon extremst schick. Gefällt mir sehr gut. Ja, das war's dann zu Phoebe. Wir können es hier draußen natürlich auch nochmal ihr Haustier angucken. Da haben wir Nanny, das ist ein kleiner Julbock mit einem. Ich sehe sie nicht richtig. Mit einem Glöckchen, wo einmal das Jorvik-Symbol drauf ist. Ansonsten passt sie farblich extrem gut mit Phoebe zusammen. Finde ich auch sehr süß. Ich finde generell die Julböckchen sind super knuffelig. Und fällt gerade ein, wir haben noch ein Haustier. Wir haben noch diesen Vogel hier, finde ich auch sehr cool. Passt aber eher zu Tinan dazu, ist aber auch sehr schick. Färbung ist eigentlich genau wie bei Tinan. Die Augen auch, gefällt mir auch sehr gut. Aber natürlich zu Phoebe passt am besten unser kleiner Julbock. Und hiermit bedanke ich mich dann auch schon bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.